Einer Ihrer Kollegen hat mich hierher geschickt. Tatsächlich? Was wollen Sie denn hier? Ich soll ein paar Stiefel zum Polieren abholen. Wo hat er die Stiefel hingestellt? Im zweiten Stock. Der Soldat schiebt Wache. Zweiter Stock? Wo ist er stationiert? Oh. Also zweiter Stock, die Küche ist im Erdgeschoss. Oh, fuck. Entschuldigung. Er ist auf Wache, genau wie Sie. Ich weiß nicht, ich soll nach ihm suchen. Stellen wir uns mal dumm. Ich weiß nicht, ich soll nach ihm suchen. Niemand gäbe einen so dummen Befehl. Denken Sie, ich sei ein Holzkopf? Ich hoffe nicht für meine... Nein, ich kann doch nicht kämpfen. Deckung. Wo sind denn die Deckung? Ah, da ist ein Deckungsknopf, da ist der andere Deckungsknopf. Aber von unten habe ich noch nie... Boah, die hauen aber hier zu im ersten Stock, du. Ja, komm, hau mich um. Ach, schön, ist es schön. Also, Dina war, glaube ich, schon richtig. Noel. Ich bin so ein Kampfnoob. Ach, geht doch nichts um über den guten alten Shooter. Einfach draufhalten und schießen. Bam, 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 mal hier das Schloss aufräumen. So. So, dann können wir auch vielleicht jetzt gleich hier abspeichern. Dann sparen wir uns das Ungezier ständig. Da. Speichern. Schloss 3. Speichern. Ja. Ja. So, ich glaube, Stiefel anziehen war gar nicht so verkehrt, aber... Was haben Sie hier zu suchen? Na, machen wir das nochmal. Bla 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 bla. Ich soll Stiefel zum Polieren abholen. Zweiter Versuch. Wo hat er die Stiefel hingestellt? Bla bla bla. Im zweiten Stock, der Soldat schiebt Wache. Zweiter Stock, wo ist der stationiert? Er ist auf Wache, genau wie Sie. Das ist schon möglich, aber kommen Sie näher. Ihr Uniform passt nicht und... Sie sind gar kein Diener. Ich kämpfe gar nicht. Nein, ich tue mir das nicht an. Das war verkehrt. Wir versuchen es nochmal. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist schön. Ja, ja, halt, halt. Gut, die Stiefelnummer. Ach, ich versuch's nochmal mit der Stiefelnummer. Bla bla. Bla bla. Stiefel polieren. Du verstehen. Wo? Stiefel hingestellt? Fragezeichen. Okay, das war schon mal in einem Zimmer im obersten Stockwerk. Versuchen wir mal. Sie lügen, da dürfen Diener nicht hin. Madre de mio. Okay, die Stiefelsache lassen wir mal jetzt sein. Dann holen wir mal den Besen. Hi. Ach, wir können mir auch was geben. Biete etwas an. Den Krug. 15 Mark. Ach man, das ist doch alles gemein. Geld will er auch nicht. 15 Mark waren damals noch viel Geld, liebe Kinder. Auch wenn ihr meint, einen Soldaten mit 15 Mark bestechen. Für die jungen Leute unter euch 15 Mark entsprechen so ungefähr 7 Euro. Oder 57, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne den aktuellen Kurs nicht. Ich hole gerade einen Besen. Ich erkenne sie nicht und die Uniform ist zu klein. Boah, kann der nicht einmal... Ah! Ah! Entschuldigen Sie, aber heute ist mein erster Tag hier. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Der Klausi-Mausi. Ich bin ein Geheimer und sage nichts. Braunes Haar, durchschnittlich... Oh, das geht wieder in die Hose. Beide haben graue Bärte und sie sind ein Betrüger. Ich möchte nur noch weinen. Hallo? Halt, halt! So, 25. Versuch, gefühlte 68. Versuchen wir es nochmal mit dem Besen.
kenne sie nicht und die Uniform ist zu klein. Ich habe mir die Uniform von Klaus geborgt. Klaus? Wer ist dieser Klaus? Das ist sehr verdächtig. Er ist sehr groß, schwarzes Haar. So jemanden gibt es nicht. Sie sind in die Falle. Ach Mann. Also mit Beschreibung ist es ja echt. Ich war, hier, hau ihn, hau ihn. Hau ihn, mach ihn platt. Mach ihn platt. Glockenspiel, Glockenspiel. Da ist Glockenspiel. Ich lasse den einfach gar nicht mehr. Ich kann mich auch selber ausnocken, wenn ich zu oft zuschlage. Das ist ja lustig. Ach ja, ich muss laden, Entschuldigung. So. Ja, das ist sehr toll. Ich weiß, ich bin eine Lachnummer gerade an dieser Stelle, aber ich hasse die offene Konfrontation. Ich würde hier durchsneaken, wenn es gehen würde. Aber es geht nicht. Wo ist die Küche? Laufen Sie nicht herum, gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten. Meinetwegen, ich gehe sofort zu ihm. Erst muss ich den Ausweis sehen. Och, nö. Ich dachte, das wäre es jetzt. Mann, wieso kämpft ihr denn ständig? So ein brutales Spiel, das kann doch gar nicht angehen hier. Manu, was denn da oben drin? Da war ich noch gar nicht drin. Ah, hier war ich noch gar nicht drin. Öffne die Kiste. So, schaue in die Kiste. Da waren 50 Mark drin. Hui! Schon haben wir Geld. Aber sonst ist da nichts drin, oder? Sie ist leer. Ah, wir können hier durchgehen. Vielleicht können wir ja doch an ihm vorbei. Oh! Halt mal, sie sind kein Diener. Nein, hallo? Ich kann ja noch nicht mal was sagen. Das ist aber echt jetzt fies, ey. Ach Mann, hätte ich bei den 50 Mark mal gespeichert. Dem konnte ich ja weder was geben, noch... Ach Mann, madre de mio, por more. Gut, also hier kann ich rein. Hier die 50 Mark rausnehmen. Ich hätte schon fast Euro gesagt. So, dann haben wir ja 65 Mark. 65 Mark. Okay, links nicht reingehen. Ist das zu riskant? Ja, genau. Wir speichern. 50 Mark. Vielleicht muss ich dem was anderes geben. Ich renne mal weg. Nein, schnell in die Tür, wir sind schneller. Ach, ich bin wirklich schneller. Ach, ich bin gut. Gehen wir mal hier unten durch. Och Mann, das kann doch nicht sein. Das Spiel ist gegen mich. Okay, wegrennen bringt also erstmal auch nichts, glaube ich. Obwohl, ich kann es noch mal mehr versuchen. Lauf, Indy, lauf, da in die Tür rein. Ah, ich bin gut. Da ist noch ein Fenster, aber ich glaube, das kann man hier unten eigentlich nie öffnen, oder? Nein, okay, dann wenn ich die Tür öffne, gelange ich bestimmt auch wieder zu dem Mittelwächter da. Nein, tue ich nicht. Dann schauen wir mal hier, das kann ich wahrscheinlich auch nicht öffnen. Okay. Jetzt laufe ich bestimmt wieder in die Arme von dem Typen. Ach, war so klar. So, was soll ich dem geben? Soll ich dem noch was geben? Was soll ich ihm denn geben? Indieware. Geld. Der haut mich. Ich glaube, den habe ich schon mal versucht, das Geld zu geben. Ja, Biografie wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Soll ich den dann mal? Oh, ist doch nicht möglich, ey. Unglaublich, ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Ich gebe ihm das Bild. Nehmen Sie das hier. Was tun Sie damit? Aushilfen dürfen nicht an diesem wertvollen Kram. Oh! Habe ich den damit abgecheckt? Das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Ach, das ist ja schön. Ih, was ist das denn hier? Oh mein Gott, ist das... Oh, Moment, wichtig. Ganz wichtig. Speichern. Speichern, 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 speichern. Juhu. So, was haben wir denn hier? Huch. Kurze Zeit später. Herr Oberst, ich habe ein weiteres Bild aufgetrieben. Gute Arbeit. Hier, ich habe die Kombination zum Safe auf der Rückseite dieses Formulars
Merken Sie sich das. Schon auswendig gelernt, Herr Oberst. Ich behalte sie hier in der Schublade, wenn Sie sie vergessen. Okay, mittlere Schublade, ganz rechts. Alles gemerkt. Wir schauen uns dieses unheimlich schöne, hässliche Bild an. Hunde beim Po, das hat meine Wohnung an. Okay. Sehr schön. Öffnen, schließen, drücken, ziehen. Das Bild bewegt sich nicht. Nimm's mit! Geht nicht. Schalte ein, schalte aus. Benutze. Das klappt so nicht. Geh zu Tisch. Geh zu Tisch, geh Mittagessen. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Hier gibt's, glaube ich, nichts. Gehen wir mal hier rein. Hallo, rein da. So. Oh! So viel zu dem Thema Bild. Bilder. Geh zu Gemälde. Geh zu Gemälde. Geh zu Gemälde. Mal gucken, wann so eine Shortcuts benutze. Öffne, drücke, ziehe, schließe, nimm, schalte ein, schalte aus. Schalte ein, schalte aus. Oh nein. Schalte, 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 schalte. Was ist? Schaue, da habe ich's doch. Das ist Kunst, sieht er wie Putzlappen aus. Das ist Eduardo Monets der Pfeifer. Hier steht Dr. Fried und Schwester Edna am Hochzeitstag, kurz vor der Abreise nach Amerika. Dr. Fried und Schwester Edna? Hat er seine Schwester geheiratet? Sieht wie ein deutsches Landhaus aus. Ah, ah, ah. Was ist hier? Guck mal, da guckt doch was hervor. Nimm, ziehe, schiebe, drücke. Ziehe, Gemälde. Drücke, Gemälde. Mein Gott. Dann lass es. Was war denn noch hier? Oh, die Lona. Ach, mal Nachtzahlen. Nein, wie schön. Seashore von Mark Ferrari. Ein Berg in den Schweizer Alpen. Vielleicht ist irgendwo eine Plakette. Oh, Entschuldigung, ja. S'y trouve un voyer là en Louvre Poste. Was steht da? Poste Paillet. Hm? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Die Kisten kann man sich nicht angucken. Großes Gemälde. Schaugemälde. Oh, da schaut er aber lange. Achso, ich gehe zu. Das ist Schloss Brunwald. Ach, wie schön. Schaut ihr das große Gemälde mal an. Das ist Sonntag im Park von Georges Seurat. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Gut, hier kann man doch bestimmt irgendwas machen. Ein Bild von einem Gral oder so. Der hat doch gesagt, ein weiteres. Use the Peitsche with the picture. Dafür trage ich keine Peitsche. Alte Heulsuse. Nein, nein, ist okay. Ich dachte nur, hier ist irgendwie. Huch. So, dann gehen wir mal weiter. Hier war ja so nichts, glaube ich, ne? Da bin ich reingerannt, glaube ich. Gucken wir mal hier. Ah, noch eine Kiste, die öffnen wir doch gerne. So, und da sind bestimmt 500.000 Mark drin. Oh, ja, die Uniform. Wo muss ich den? Die muss ich. Ach, Diener dürfen nicht in den dritten Stock. Also muss ich mich, bevor ich in den dritten Stock gehe, muss ich mich umziehen. Aber ich kenne ja mein Glück. Ich speichere nochmal ab. Nein, hier. Speichern. So, wundervoll. Weiter geht's. Da kommt nämlich gleich, seht ihr, die nächste Tröte. Ein Diener hier? Halt mal, sie sind kein Diener. Okay, das ging sehr schnell. Dann ziehen wir uns wohl doch mal um, bevor die Flöte hier vorbeikommt. Benutze. Na, benutze Uniform. Die ist mir zu klein. Was? Ja, was willst du denn sonst damit machen? Okay, dann machen wir dann doch wieder das hier. Da, da, da. Wonderful. Dann versuchen wir es mal mit dem hier. Oh, der ist gar nicht da. Das ist schön. Dann gehen wir mal hier rein.